Ich begrüße euch im Namen der Vorstandschaft des Spessart-Bundes und heiße euch zu unserer Feierstunde am Pollasch herzlich willkommen. Mit der Pollaschfeier setzen wir im Herbst einen Punkt der Ruhe, der Besinnung und des Gedenkens. Hier am Pollasch können wir eine gemeinsame Stunde lang die innere Unruhe ablegen und die alltäglichen Probleme zurückstellen. Dabei nehmen wir heute Abschied. Abschied von Freunden, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Herzliches Grüß Gott heute zur Pollaschfeier. Sie sind einer guten Tradition folgend der Einladung gefolgt, um sich hier zu treffen, um eine ruhige Stunde zu verbringen, um Gedenken zu halten, um zurückzublicken. Das ist gut. Heute mit Sonne im Herbst ein besonders wichtiges Nicht, wie wir darauf laufen, ob schnell oder langsam, alleine im Stillen oder Regen in einer Gruppe. Wichtig ist, dass wir das achtsam tun. Der Albert Schweitzer einmal sagte, die einzigen wichtigen Dinge im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Gehen wir diesen Weg gemeinsam, auch in Zukunft mit unseren Freunden, den Familien, den Wanderfreunden, in der Natur, in unserem Spessart, gehen wir ihn weiter, engagiert, nach vorne blickend, lebendig, mit Familie und Freunden, mit Liebe zum Leben. Thank you.
Walter Emke, Bruno Gegner, Rosa Hein, Heinrich Lang, Ilse Stock, Helmut Pistner, Fritz Ruf, Gertrud Oster. Welches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Spessart, Volk und Wandre, treu und einig.